soll oder der. Das wichtigste Spiel steht an. Es ist das große Finale im Lusail-Stadion. Da wird der Weltmeister gekürt. Schaffen wir den Sieg gegen die Dänen? Oder gibt es die große Überraschung, dass Dänemark uns den Sieg wegnimmt? Ich muss natürlich wieder ein bisschen umstellen. Ich werde auch wieder am Schwedisch umstellen. Ich werde die gleiche Verteidigung auf die Beine bringen, wie auch im letzten Spiel, die sich bewährt hat, mit Schlotterbeck und eben mit Schlotterbeck und Ginter und auch Wirtz darf wieder von der Seite, darf er wieder ein bisschen was zeigen. Der ist auch noch. Ginter für Sille. So. Müssen wir kurz gucken. Ja, ich denke, das passt so. Auf geht's. So, geht gleich los. Auf geht's. Das Warten hat ein Ende. Das Finale der WM. Das Duell der beiden besten Teams der Welt. Bleiben Sie dran, wir zeigen es Ihnen live aus dem Lusail Stadium. Willkommen im Lusail Stadium. Liebe Zuschauer, schön, dass Sie zu Hause mit dabei sind. Ihre Kommentatoren sind wie gewohnt Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und wir freuen uns auf ein spannendes Spiel. Das wird ein echtes Fußballfest heute. Es ist das Finale der Fußballweltmeisterschaft. Genau. Dänemark gegen Deutschland. Finale der Fußballweltmeisterschaft, das absolute Highlight. Also ich habe mich seit Tagen drauf gefreut. Es gab viele Schlagzeilen, wurde viel diskutiert. Wer hat denn jetzt die besseren Chancen? Das zählt alles nicht mehr, wenn es losgeht. Beide wollen das Ding und beide haben richtig gute Chancen. So, auf geht's ins Match. Jetzt wollen wir das Ding ja mit dem Finalsieg noch abschließen. Ist die heutige Aufstellung der Dänen. Torhüter ist heute Kasper Schmeichel. Simon Kjær spielt mit Andreas Christensen in der Abwehr. Pierre-Emil Højbjerg steht mit Christian Eriksen im Mittelfeld. Und im Sturm ist Kasper Dolberg. Die Fans feiern und sagen, wir wollen natürlich. Die Fans der deutschen Nationalmannschaft konnten sich in den letzten Jahren ja nicht wirklich beschweren, oder Buschi? Nö. Sobald es zu großen Turnieren geht, ist die Mannschaft immer da, immer auf den Punkt fit und gut drauf. Klingt außer 2018. Aber wir reden von einer Turniermannschaft. Das ist die heutige Aufstellung der deutschen Mannschaft. Im Tor ist Manuel Neuer. Leon Goretzka steht gemeinsam mit Joshua Kimmich auf den zentralen Positionen. Und vorne drin setzen sie auf Thomas Müller. Genau so ist es. So, auf geht's ins Match. Anschluss haben wir. In diesem Moment beginnt dieses WM-Finale. Spielhälfte. So, Sané soll schon mal ein bisschen zeigen, was er kann. Der soll ja schon mal ein bisschen Druck über die Außenbahn machen. Oh, da geht er volles Risiko rein mit seinem Tackling und hat alles richtig gemacht. Der Pfiff bleibt aus.
Jetzt kann Dänemark über außen kommen. Skov Olsen vom FC Brügge. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Schön. Oh, jetzt muss die Abwehr aufpassen. Christian Eriksen. Und so geht der Ball natürlich nicht rein. Manuel Neuer ist da. Genau so ist es. Kimmich. Ballbesitz Müller. Müller, da muss jetzt mal einer drauf. Geht aber keiner drauf, weil da hinten noch einer ist. Müller! Sie machen das Tor. Damit steht es nun 1-0 in diesem EM-Finale. Boah, da hat er gezeigt, was Wille ausmachen kann. Dieser Zug zum Tor, sehr, sehr druckvoll. Ein schöner Sololauf, gekrönt von einem sehenswerten Treffer. Auf jeden Fall hat er schon mal ja, der Mucke, der Verteidiger. Wenn du den 2 gegen 1 Verteidiger spielst, der Verteidiger muss sich auf irgendwas konzentrieren. Vorteil Deutschland, die DFB liegt vorne. Yep. Ja, Goretzka. Ja. Dolberg. Gut gemacht, da holen sie sich den Ball zurück. Schönes Ding von Brandt. Brandt. Ah, da kommt keiner mit. Ecke. Ecke. Da war noch einer dran. Ecke kommt rein. Sané. Zieht einfach mal ab. Ja, wollen wir probieren. Warum nicht? Da geht keiner mal durch. So unplatziert, wie der war. Bälle. Das gibt einen Brand. Einwurf. Kimmich. Brandt. Ja, mal probieren, warum nicht auf der Distanz? Könnte was werden, guter Pass. Skov Olsen gegen Gosens. Jetzt können Sie den Ball klären. Und Schlotter weg. Ganz ruhig, ganz souverän. Da ist Müller. Aber Müller nicht. Müller macht das, verliert das Ding. Handgroßen. Super gemacht, Havertz. Oh, schön da durchgekommen. Sané. Sané und Schweiche. Ups. Kimmich führt aus. Er kann erst mal klären. Schön. Jetzt die deutsche Mannschaft. Goretzka. Havertz. Hot Schmeichel. Ecke für die deutsche Mannschaft. Vielleicht können sie die Führung jetzt ausbauen. Da kommt die Ecke. Ja, Mähle. Gut gemacht. Kriegt er den? Ja, kriegt er da rum? Leroy Sané hat den Ball. Sané! Hätte gefährlich werden können, aber er ist da. Skov Olsen von Bayern Ginter. Den er jetzt ein bisschen rausgezogen hat, aber der mitgeht, der dran bleibt. Die Abwehr muss weiter wachsam sein. Und dann holt er die, bringt er den Ball zur Ecke. Geht mit hinterher, bleibt da dran und holt das Ding. Eriksen jetzt. Neuer Held war noch im Spiel. Na, da ist er. 1-1. Richtig spannend hier in diesem Finale. Irgendwie komplett aus dem Nichts. Wiederholung zeigt uns zunächst die gute Parade. Richtig gute Parade. Aber der Ball kann nicht geklärt werden. Ja, das gut sah da nicht aus. Nächste Chance. Hat im Halbfinale schon so ein Ding reingedurchgelassen. In Belgien. 1-1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf und nachher fragst du dich, warum. Das
oder auf Alter. Komplett im Griff das Spiel. Den Ball hat er. Christensen gegen Sané. Nicht gut gemacht, ein Zweikampf. Aber Ballgewinn hätte gefährlich werden können. So. Ja, Meister zur Pause und wie gesagt, du weißt nicht warum. Eieieiei. Sie haben eine Chance und die nutzen sie. Durchgang ich weiß halt nicht, warum du nicht jeden spielst. In diesem WM-Finale. Na gut, es sind noch 45 Minuten zu spielen, warum nicht? Kann man ja noch. Ist alles noch möglich. Den Hofmann. Zweikampf führt er sehr gut. Havertz könnte den Konter geben. Müller, klasse! Gossens! Der legt sich den aber viel zu weit vor. Was für eine Aktion. Also der muss doch sitzen. Klasse gelöst von Matthias Ginter. Ginter. Und dann auf Müller. 2-1. Das ist wichtig. Ganz wichtig hier in diesem Finale. Da schauen wir uns die Entstehung dieses Treffers nochmal an. Erst kommt der gute Pass und dann gibt es da nichts mehr zu halten. Ein unglaublich wuchtiger. Mit dem rechten Außenriss knallt er das Ding oben in den Knick. Er hat auch schon ein paar Tore gemacht, oder? Ich glaube, 4 müsste jetzt auch schon. 6 hat er. 6 Tore in 6 Spielen. Hier ist noch alles drin. Hat ja gegen Costa Rica da gefehlt. Aber freiwillig gefehlt. Ist es das jetzt? Was wäre es jetzt gewesen, wenn sie jetzt noch den. Kein Problem. Das Tor gemacht hätten. Das ist großes. Ja, das ist. Gut geklärt, das war wichtig. Kimmich. Ah, da Kimmich. Guter Zweikampf, er hat den Ball. Thomas Müller. Die Chance für Leo ist. Sané! Und damit liegen sie in diesem Finale mit 2 Toren in Führung. Und jetzt haben sie. 63. Minute. Hier haben wir dieses Tor nochmal in der Wiederholung. Zuerst der Steilpass und dann sehen wir, wie gut das wirklich gemacht ist. Vor allem, wie ruhig das gemacht ist. Aber ganz ehrlich, aus der Distanz muss er den eigentlich auch machen. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3:1. Leroy Sané. So. Havertz 4:1. Es scheint wohl durch zu sein. Und man hat schon so den Eindruck, sie sind heute nicht zu stoppen. Super Tor. Setzt sich durch, geht frei aufs Tor und macht auch hier alles richtig. Havertz. Ja, es müsste jetzt eigentlich durch sein. Kimmich. Havertz. Ja, ein bisschen zu. Ah, das war zu lässig. Oh, oi, vielleicht doch noch. Er
werden. Ballgewinn durch dieses frühe Stören. Müller! Der geht nicht rein, jetzt vielleicht. Er sucht die Chance. Müller und Schmeichel. Jetzt wird hier gewechselt. Und Ecke. Er bringt den Ball nicht raus. Sané! Ganz stark abgeblockt. Ja, Sané wird abgeblockt. Gosens vielleicht nochmal. Der Ball erstmal raus. Gut gemacht. Da wäre Platz für den Konter. Aber jetzt ist der Ball weg. Da ja. Waren sie nichts auf dieser Seite. Oh, Ball nochmal verlust. Ballverlust, aber wie gesagt, nicht tut nicht weh. 10 Minuten haben wir noch in diesem Finale. Pass kommt von Goretzka. Goretzka, Müller, Müller. Mit seinem Einsatz verhindert er, dass der Schuss aufs Tor geht. Wieder Müller. Schmeichel, der kriegt jetzt nicht Tor Nummer 7 hin. Ecke kommt. Da muss er doch klären, aber Ball bleibt gefährlich. Aufwärts. Weiter jetzt mit dem Ball. Macht er gut hier. Klasse aufgepasst. Vier Was? Minuten sind noch zu absolvieren hier. Eriksen. Ballverlust von Eriksen. Der Schlotterbeck macht da auch kein Problem. Vorteil für die Dänen. Da wird es schon mal keine Rote Was? Geben. 2 Minuten Nachspielzeit sind angezeigt. Und jetzt Müller. Müller, nochmal Müller. Und dann ist in es. Diesem Moment das Ende. Ist es vollbracht. Yes, der Jans. Weltmeister steht fest. Riesenjubel, Riesenfreude. Und schaut dir diese Bilder an. Sie sind Weltmeister, haben ein unglaublich starkes Turnier gespielt und waren auch in diesem Finale einfach besser. 4-1, Challenger. Spielstärker. Ich kann nur sagen, herzlichen Glückwunsch. Auch das war wieder ein Finale, das in die Geschichte eingehen wird, über das wir lange reden werden. Der Weltmeister wartet. Ja, auf den Pokal, Wolf. Den Titel haben sie, den kann ihnen auch keiner mehr nehmen. Das ist ein Moment, den wird niemand je vergessen. Weltmeister vor den Augen der Welt. So eine Leistung. Nerven bewiesen. Alles abgerufen. Es ist ein Spiel für die Ewigkeit. Also, das werden sich die Fußballfans in 50 Jahren noch erzählen. Mensch, weißt du noch, damals, WM-Finale, als die Jungs den Pokal bekommen haben, als der Jubel losbrach. Riesenbilder. Immer wieder herrlich. Da werden die Profis wieder zu Kindern, zu Fußballfans. Unfassbar. Sowas gibt es nur im Fußball. Gänsehaut pur. Und jetzt Müller. Er hat hier die Chance zur Führung. Sie machen das Tor. Damit steht es nun 1-0 in diesem WM-Finale. Müller. Sané. Lässt sich nicht beirren, den hält er. So. Ja, damit haben wir es geschafft, liebe Leute. Das war das WM-Update hier für FIFA 23. Morgen geht es wieder weiter um 14 Uhr mit der Karriere, mit der Spielverteilung Bayreuth. Der USA ist Dritter geworden, das haben wir schon mal gesehen. Wir haben den Titel geholt am Ende. Ungeschlagen. Und ich freue mich, wie gesagt, wenn ihr morgen wieder einschaltet hier, wenn es dann bei Bayreuth weitergeht. Das kommt für der nächste Gegner überhaupt ist. Wenn ich ehrlich bin, jetzt gerade, ich kann nicht auf dem Schirm. Naja, wie gesagt, wir schauen es dann. Und ich freue mich, wenn du mit einschaltest. Bis dann.